Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Am 18. März findet der erste Sweet Blue Cup statt. Ein Turnier, was ich mit der Community erstellt habe, beziehungsweise was ich mit der Community spielen werde. VGC-Regeln, was zu gewinnen gibt's auch. Und darum soll es hier ein bisschen gehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere von YouTube auch noch dazukommen würde. Ich blende euch hier oben die ganze Zeit den Code ein, wie ihr zum Turnier kommt und wie ihr das finden könnt. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Wenn ihr hier in diesem Menü seid, im Kampfmenü gibt es hier den neuen Unterpunkt Online-Turniere. Hier könnt ihr einerseits Online-Turniere von Nintendo, von Game Freak selber dran teilnehmen, Turniere suchen und auch Land, Region und Altersklasse ändern. Und es gibt hier Freundesturniere. Und hier habe ich ein Turnier erstellt und das Ganze geht von 1 Uhr bis 4 Uhr am 18. März. Insgesamt können 15 Kämpfe bestritten werden. Das heißt, wer am Ende die meisten Siege von diesen 15 Kämpfen nach Hause geholt hat, wird das Ganze gewinnen. Ich hoffe, dass es da eine Tabelle gibt. Das ist das erste Turnier, was wir machen. Ich bin extrem gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Wir haben uns alle schon ganz viele Teams zusammengestellt. Das könnt ihr dann auch noch machen. Es ist noch genug Zeit bis zum 18. Ich kann schon mal teasen, was ich mache. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Koraidon. Ich habe Bock auf Bindeboge. Weil es sind zwar VGC-Regeln, aber es dürfen alle Pokémon benutzt werden. Das heißt, alle Legis, Paradox-Pokémon. Und das Einzige, was ihr nicht machen könnt, ist doppelte Items und keine doppelten Pokémon. Das Ganze auf Level 50 und 2 gegen 2, wie in der VGC üblich. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich freue mich schon extrem auf dieses Turnier. Ich hoffe, dass noch einige dazukommen und da mitmachen, weil umso mehr dabei mitmachen, umso lustiger wird's. Wie gesagt, gibt es auch was zu gewinnen. Eine Kleinigkeit für den Erstplatzierten, dass so ein bisschen Ansporn gibt, dass man sich auch Mühe gibt. Und ich bin richtig gespannt, was dabei rauskommen wird. Also, ich werde das Ganze Livestream auf Twitch am 18. Am 17. kommt ja schon Silvaro. Da könnt ihr mal das Video oben abchecken. Da habe ich ja euch schon ein bisschen was zu erzählt. Silvaro Raid werden wir auf jeden Fall am 17. machen. Auch am 18. Und von 13 Uhr bis 16 Uhr, also bis 4 Uhr nachmittags, werden wir das Turnier hier spielen. Und je nachdem, wie das Turnier so angekommen ist bei euch, werde ich auf jeden Fall nochmal ein Turnier machen. Ich finde das eigentlich ganz geil, vor allen Dingen, weil ich die VGC ja so viel gespielt habe. Und das Ganze dann in der Community mit euch zu machen und nicht gegen irgendwelche Leute, die ich eben nicht kenne, das gibt nochmal so ein bisschen Salz rein. Das wird richtig witzig, also ich habe richtig Bock drauf, am liebsten würde ich sofort anfangen. Macht da gerne mit, wie gesagt, ihr seht den Code oben. Ich verlinke euch unten auch nochmal den Discord. Dort im Discord könnt ihr euch nochmal alle Informationen nachlesen und auch schon sehen, wer schon alles teilgenommen hat. Könnt euch Ideen holen für Teams. Ihr könnt natürlich auch Leihteams nehmen, die es schon gibt. Das seht ihr hier, wenn ihr hier ein Kampfteam registriert, dann könnt ihr hier auch ein Leihteam nehmen, was ihr euch vorher ausgeliehen habt. Ich kann es ja schon mal teasen, was ich... Kann ich hier nicht mein Team nehmen? Team bearbeiten? Kann ich hier nicht? Ah, ich kann gerade nicht mein Team. Aber ich zeige euch das Team nochmal eben. Ihr wollt doch wissen, womit der Lou antritt. Ich zeige euch eben, mit welchem Team ich antrete, damit ihr auch so eine kleine Inspiration habt, was ihr machen könnt. Wer meine VGC-Kämpfe gesehen hat, der weiß, Dragoran rasiert komplett weg. Chongjian, heftiger defensives Pokémon. Flatterhaar, übelste Glaskanone, wird richtig reinzünden. Windwoge plus Koraidon will ich unbedingt spielen. Und Hisui Zoroark wird auch mega nice. Ich wollte einen Pokéball hingeschmissen. Noch hier ein kleiner Flex. Shiny Koraidon. Ich hoffe, ich kann es im Turnier benutzen, wenn nicht, nämlich meinen Non-Shiny Koraidon. Dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Macht alle bei dem Turnier mit. Am 18. März, ich würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt euch ein, seid dabei. 15 Kämpfe, insgesamt 3 Stunden Zeit. Und was zu gewinnen gibt es auch. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst ein Like und ein Video da. Lasst einen schönen Kommentar da. Folgt dem Kanal, wer nichts verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.